Es geht heiter weiter hier bei Mario Maker 2 im Story Mode. Wir machen weiter mit den neuen Aufträgen. Schieb-Schieb-Schwärme. So. Ich habe ein paar Schieb-Schiebs in meinem Unterwasserlevel geworfen und dann noch ein paar. Und jetzt sind da ein paar zu viel. Ist dieser Level überhaupt noch schaffbar? Ich brauche Hilfe vom Hobbytaucher. Also es sind 2 von 4 Sterne, also sollte möglich sein. Richtig? Ich vermute mal, ich hoffe es mal. War sowas auf jeden Fall. Mal. Mit der schönen Musik und dem Unterwasserlevel. Lalalalalalalalala. Das soll heute sehr entspannend sein, wie ich sehe. Yeah, yeah. Heute werden wir nach Hause gehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe, da sind böse Fischis. Die wollen mich aufessen. Und das will ich nicht. Also schnell weg hier, sonst sterben wir. Und das wollen wir nicht. Verdammt, da habe ich die 10er-Münze übersehen. Aber naja, man kann nicht alles haben. Schätze ich mal. Bisher sieht's sehr easy peasy aus, finde ich. Oh Gott, da kommen noch mehr. Help, bitte, ich bin in Gefahr. Schnell hell weg. Ich brauche aber alle Coins. Sonst bin ich ein Pleiter. Italiener, Mann. Mach ich's doch in Italiener, ne? Schnell ganz oben und 10 Münzen mehr. Yeah. Was ein toller Start in die Folge. Habe ich recht? Fast 100 Münzen habe ich daraus bekommen. Okay. Nice. Ich hätte natürlich 100 bekommen können, aber ich habe die 10er verpasst. Okay. Boing, boing. Und 30%, 31% sogar. Leute, läuft. Wuhu. Feuerklauen-Kutschen-Expedition. Die Feuerklauen-Kutsche ist bereit für ihre erste große Expedition. Halt Y gedrückt, um sogar harte Blöcke zu zerstören. Ich würde das ja alles selbst erledigen, aber ich muss dringend noch meine Steuererklärung machen. Okay. Todesmutiger Forscher. Alright. Also machen wir es mal. Oh, ist sogar hier Mario World-Stil. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte jetzt zum Beispiel Mew-Stil. Fireflower. Wo geht's denn lang? Sag mir das mal jemand. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass Mario World das einzige Mario-Spiel ist, soweit ich weiß, das einen anderen Underground-Theme hat? Ich meine, alle anderen haben immer dieses. Ja, aber das hier, dieses. Also ich habe nichts gegen diesen Theme. Ich finde ihn sogar eigentlich echt nice. Aber der andere mag ich auch. Ich könnte mich nicht entscheiden, to be honest. Oh Gott. Warum springe ich raus? Aus Flex anscheinend. Flex, Flex, Reflex. Und Reim tun wir jetzt nicht. Lol. One up. Whoop. Oh Gott. Aber ich mag das Level, es ist sehr cool aufgebaut. Ich mag es. Bam. Guten Tag, Mister. Ach, den kann ich ja nicht killen. Na, komm mal runter, du. Alright. Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wow. Wow. Hilfe. Okay, alles gut. Wow, ich hab's irgendwie abwehren können. Bam. Haut ab. Haut ab. Dankeschön. Die 10er, die gönne ich mir mal eben. Warum nicht? Und weg. Abhauen.
Boing, boing, die Münzen, die gönne ich mir auch nochmal eben. Und BAM! Yeah! Dieser Sprite. Woo! Ich hab's geschafft, ich bin krass! Yeah! Und 800. Und das Hauptgebäude 2 OG ist fast fertig. Ein Level brauchen wir noch. Komm, mach was weiter. Mit dem Schlangenblock von A nach B. Ich habe eine Teststrecke für Schlangenblöcke gebaut. Damit werde ich es diesen ewig gestriegen zeigen, die immer noch behaupten, Schlangenblöcke wären gemeingefährlich oder unträglich langsam. Pah, Schlangenblöcke sind das öffentliche Verkehrsmittel der Zukunft. Schlangenblock, Freundin. Ich mag Schlangenblöcke. Es gibt Leute, die mögen die nicht, aber ich feiere die. Ich mag die. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, deshalb sing ich einfach mit dir. Yeah. Oh Mann, was mache ich? Und dann wundere ich mich am Ende, dass ich sterbe. Ich sollte vielleicht nicht auf den Fahrzeugenblock stehen. Ach, das sind Münzen. Nein. Da wäre das Ziel, aber ich gönne mir noch nicht ein paar Münzen. Die Zeit nehme ich mir jetzt. Dum, 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 dum. Oh Gosh. Okay. Warum singe ich halt die ganze Zeit mit? Ich weiß es nicht. Hilfe. Aber jetzt haben wir oben das zweite Obergeschoss fertig gebaut. 1000. Yes. 1000 Münzen. Bam, 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 bam. So ein kleines Stück. Dafür 5 Runden. 34% werden wir jetzt. Zucker, ein Drittel oder so. Was ist los bei dir? Das Angst. Was ist los, Hotti? Es gibt ein Problem, Mario. Das Wichtigste ist, eine Panik zu vermeiden. Also lies bitte einfach das hier. Rettungsmission, was? Der rote Tod wurde entführt. Die Bauleiterin war einen Moment im Stehen eingeschlafen, deshalb hat sie nichts davon mitbekriegt. Du musst den roten Tod zurückholen, so schnell es geht. Ah! Vorarbeiter Tod. Okay. Ich drück dir die Daumen. Auf jeden Fall, das wird mega easy. Denn ich bin natürlich Mario. Ich bin Super Mario. Auf mich kannst du Verlass geben. Ach, das Level kennen wir doch. Dumm. Trailer. Spoilern so viel vom Spiel. Nö, 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 nö. Ich mag das Level sehr. Es hat eine coole Idee. Und funktioniert auch sehr, sehr, sehr gut. Da, dam, dam. Stellt euch vor, ich müsste alle Gumbas killen. Das wäre krass. Aber den bringen die nicht zum Glück. So, Toadi, du musst mir jetzt die ganze Zeit folgen. Hast du mich verstanden? Blim. Okay. Oh Gott. Die will ich haben. Die Münzen. Nein, nein, der verfolgt mich. Ich kann in der Luft spinnen, dann bleibe ich in der Luft schweben. Das wusste ich nicht. Dann kann ich alles skippen, ne? Ja, ich kann alles skippen, wenn ich will. Oh Gott. Yes, ich habe irgendwie die 30er Coin bekommen. Ich weiß nicht wie. Toad! Toad! Ich wollte gerade sagen, warum haut er jetzt ab? Oh nein. Feuerblume? Dankeschön. Okay. Rennen und los! Okay, okay. Nö, nö, wir schaffen das. Auch wenn mein Commentary immer so ein wenig am Mangeln ist in diesem Spiel. Ich will halt euch nicht nochmal... Fails geben. Ja! Nice! Gutes Level! Aber etwas zu kurz. Mario Time! Ja, im letzten Level war irgendwie etwas kurz, habe ich das Gefühl.
Oder bin ich einfach zu krass in diesem Spiel? Lol. Ah, es sind nicht genug Münzen. Nein, ich brauche 1200. Jemals. Roten Toad gerettet. Nice. Okay. Soll ich mit ihm reden? Ich versuche mal mit ihm zu reden. Vielleicht bringt das sowas. Guten Tag, Toadilein. Alles fein bei dir? Alles gut? Danke für die Rettung. Ich dachte schon, das war's für mich. Aber schon seltsam. Die haben mich einfach da zurückgelassen. Ja, war schon seltsam. Oder so. Machen wir weiter. Wie viele Quests gibt es eigentlich insgesamt? Oh, das sehe ich mich noch gar nicht. Ich schätze mal, es gibt irgendwie 50 Level oder so. Ich weiß es nicht. Nächstes Level. Forstfluss Flut. Mit einem Zauber habe ich dafür gesorgt, dass der Fluss im Wald regelmäßig über die Ufer tritt. Die Cheep-Cheeps scheinen begeistert zu sein. So vergnügt hüpfen sie herum. Nur ob jetzt jemand ohne Kiemen noch das Ziel erreichen kann? Magie-Ass ist wieder dabei. Magie-Ass? Wir kennen ihn. Ich weiß, es heißt Ass, aber falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, dann checkt ihr das nicht. Yoshi! Joshua ist auch dabei, wie ich sehen kann. Er kann schwimmen! Nice, nach Sunshine hat er also gelernt. Na warte, das kommt ja vor Sunshine ins Spiel. Oh Gott, Hilfe, killt mich nicht. Das wäre gemein, mein. Hier ist ein Pilz. Nice, nice. Sehr sozial. Bitte tötet mich nicht. Ich will noch leben. Oh, ich habe ihn irgendwie fressen können. Naja, nice. Hier oben gibt's noch was. Ich lasse es lieber. Ich gehe lieber hier lang. Oh, wie cool das aussieht. Mit diesem. Oh Gott. Na gut, schwer war es jetzt nicht. Ne, war nicht schwer. Hier ist sogar ein Checkpoint. Warum gibt es hier einen Checkpoint? Ich meine, ich beschwere mich nicht. Sonst beschwere ich mich ja immer wegen Checkpoints, aber dass es keine Checkpoints gibt. Warum soll ich mich dann jetzt beschweren, dass es einen gibt? Macht gar keinen Sinn, Mike. Ja, sorry. Ich bin dumm. Yoshi! Nein! Nein, Yoshi ist gestorben! Joshua ist gestorben. Nee, er lebt noch. Der ist nur gerade am Schwimmen. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Geht's gut. Alles gut, Leute. Ich überreagiere nur. So, genug Money. Let's go. Was labert die? Hat irgendwas über den Toad erzählt? Na, egal. Ja, obwohl, soll ich nicht das weiterbauen? Na, lass mich lieber. Machen wir weiter mit dem Westflügel 1 OG. Yes. Dring. Das dauert immer so lange, das Geld aufzutreiben, habe ich das Gefühl. Man braucht hier voll viel Geld. Okay. Ein Moment. Hat irgendjemand was für mich? Nee, okay. Machen wir weiter. Ranken in dünner Luft. Jetzt habe ich nicht gelesen, was das schon. Das tut mir leid, Leute. Ich habe aus Versehen A gedrückt, aus Reflex. Oh, man. Die Gärtnerin war es aber mal wieder. Okay. Die kennen wir ja. Ahaha, auch. Ich weiß leider nicht, worum es in diesem Level geht, aber naja. Anscheinend sind wir in den Lüften. Lalala. Oh, das ist eigentlich voll die coole Idee. Oh, das. Oh, Leute, das feiere ich. Das muss ich mir auch mal abschauen hier. Das ist ja cool. Das ist ja echt cool. Hey, das ist eigentlich voll nice. Nice, nice. Warum laggt mein Spiel gerade ein wenig rum? Seht ihr das? Laggt irgendwie gerade ein wenig. Ich bin das nicht. Das ist nicht wegen mir. Ich sehe ja auch, wie es laggt. Oh, da war ein From. Ich hätte hier sehen können, ich riechen können, natürlich. Ah, ich rieche ihn. Ich rieche seine Stacheln. Seine pieksigen Stacheln. Komm, hau ab. Er ist ins Jenseits gesprungen. Oh, skrr, skrr. Ich mag dieses Design, wenn die so auf die Seite springen. Was? Ach, da war bestimmt einer. Ja, da war ein Riese. Ein Gigantomako. Ein Dynamax.
Dann, dann, da, dann. Hier, seht ihr das? Jetzt habe ich einfach mal Stern. Warum? Warum? Ich verstehe das nicht. Warum ist das manchmal so? Nintendo erklärt mir das. Ich kann das nicht verstehen. Kann es bitte schneller nach oben scrollen? Das dauert mir etwas lange. Das ist ein Lakitu, die Kuh. Warum lass ich mich von dem treffen? Egal, ignorieren wir ihn. Der kommt eh nicht mehr hoch. Daram, daram, dam, dam, da, da, bam, bam, bam. Ich kann schneller, wenn ich mit Y. Kann ich etwas schneller sein. Du bist so. Bist du krank? Bist du irre? Holy moly! Pepperoni! Krieg ich irgendwie ein Item oder so? Krieg ich irgendwas? Da kann man noch oben hoch, oder? Ja, hier kann man doch bestimmt hoch. Keine Ahnung, geht nicht. Okay, schade. Da, 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 da. Mit dem Eichenpilz vielleicht. Nice. Ist hier irgendwas oben? Hier irgendwas? Bitte sag mir, gibt es irgendwo ein One-Up oder Münzen oder. Ach, nichts. Geil! Egal. Haben wir das Level zumindest geschafft? Heute läuft's gut. Freut mich. Heute läuft's sehr, sehr gut mit den Leveln. Das erste Mal. Es geht immer ein erstes Mal. So, und wie viele Prozent haben wir jetzt? 36, okay. Ist eigentlich das Spiel dann. Ist das Story mal zu Ende, wenn wir 100% erreicht haben? Das ist gar nicht. Okay, dem Hund geht's gut. Und hier drüben gibt's nichts. Hier war einmal so ein Radiergummi-Typ, das ist auch mal weg. Habe ich irgendwas verpasst oder so? Naja, ja, der wird bestimmt schon kommen. Gumba Rohrpost. Ich liebe Gumbas. Deshalb habe ich jetzt ein kleines Häuschen gebaut, wo man ihnen zusehen kann, wie sie durch die Glasröhren rutschen. Wer will ihnen Gesellschaft leisten? Eigentlich wären die süßen Gumbas Lohn genug, aber ich lege sogar noch ein paar Münzen drauf. Vom Gumba-Fan. Gut, machen wir es mal. Warte, das war jetzt eine 3-Sterne-Mission für nur 150 Münzen? Also 200 hätte ich ja jetzt normal gesehen, aber 150, etwas wenig, du, oder? Was heißt das? Yes! Kann ich da durch? Nee. Kann ich hier durchspringen? Doch, hier sollte ich eigentlich durchspringen können, ja. Wow. Wow. Nein. Ach, come on. Wie komme ich denn da wieder raus? Ach, ich muss nach oben springen, oder? Ach so, hier kann ich ja gar nicht. Da kann ich ja andere Fähigkeiten haben. Hier habe ich andere Fähigkeiten, das will ich sagen. Was? Ich bin voll auf ihn drauf gesprungen. Seht ihr, wie der zerquetscht ist? Cooles Spiel. Dislike, ey. Leute, lasst mal alle ein Like da. Oh yeah. Ja, Luigi würde mir wahrscheinlich ein Dislike da lassen, weil er nicht spielen darf, aber ist mir egal, Luigi, du darfst nicht spielen. Mir egal, was du dazu sagst. Gut, dann warten wir halt, bis er abhaut. Ganz brav. Ja, man muss nach oben springen hier. Alles klar, wollte ich gerade sagen, und dann sterbe ich. Eie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 
Ich glaube, ich schieb mir gleich wirklich einen Pilz von Luigi. Weil ich will jetzt bloß nicht sterben. Gott, wo komme ich raus? Oh nein, hier soll ich. Ich muss ja am Ende. Okay, hier muss ich jetzt Ende. Ah, Claro, Mario. Dann lass uns doch erstmal hier reingehen. Hilfe! Was ist das für ein Kranker? Ein Riesen-Oschi. Weg hier. Ein Riesen-Oschi-Oschi. Okay, das ist easy. Okay, krass. Nice. Ach, da war sogar was im Goomba gewesen. Hä, warum war der jetzt gerade nicht da? Irgendwas falsch gemacht? Naja, wie auch immer. Yahoo! Yes, ich hab's doch erreicht. Yeah! Und damit erreichen wir das Ende der Folge, wenn es euch gefallen hat. Ein Like wäre nice, ein Abo, falls ihr neu seid, eine Glocke natürlich aktivieren, falls ihr dann neu seid, weil sonst verpasst ihr meine Videos und warum solltet ihr dann abonnieren, hä? Okay? Und ja, dann würde ich sagen, haut rein, schönen Tag noch, wir haben 37% erreicht, nice, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, ein Video von mir. Lul. Oder Mario Maker, natürlich, das könnte auch sein. Haut rein und ciao, Leute.